Also wir wollen über das Thema Bildgestaltung nachdenken. Was ist eigentlich Bildgestaltung? Hier in Teams haben wir gerade eben schon geguckt, wie gestalten wir eigentlich den Computerbildschirm? Wo ist was zu sehen? Wie können wir miteinander ins Gespräch kommen? Und auch die Leute, die später das Video über die Website gucken, die sehen ja jetzt hier Text drumherum um das Video. Du kannst in den Vollbildmodus schalten, dann siehst du mich bildschirmfüllend. Also Bildgestaltung ist in allen möglichen Situationen wichtig. Auch wenn ich mir verschiedene Medien angucke, dann merken wir, es gibt ganz unterschiedliche Bilder, die wir bewusst setzen können. Und wenn wir sie nicht bewusst setzen, wenn wir einfach nur zufallsgesteuert ein Bild machen, dann hat das auch eine Gestaltung, die haben wir nur nicht bewusst vorgenommen. Bilder sind eigentlich Sachen, die Menschen immer schon nutzen. Vor 10.000 Jahren haben Menschen Höhlenmalereien benutzt, um zu kommunizieren. Also noch bevor wir schreiben konnten als Menschheit, haben wir gemalt. Und hier sieht man ein Bild, ich hoffe, ihr seht es in der Kamera auch, von Hieroglyphen. Die Ägypter haben eine Sprache entwickelt, die auf Bildern aufbaut. Da hat man also einen Vogel gezeichnet oder ein Geldsäckerl oder irgendwelche Dinge, die gezeigt haben, was man besitzt, was man verwaltet. Also Könige, große Reiche haben Bilder benutzt und daraus eine Sprache entwickelt. Und immer weiter hat sich die Sprache dann verfeinert, aus den Bildern wurden Symbole, aus den Symbolen wurden Buchstaben, die Buchstaben formen Worte und dann haben wir eine Schriftkultur etabliert. Das heißt, heutzutage ist es oft so, wir haben Gesetzestexte, wir haben Geschichten. Die Bibel ist nicht in Bildern, sondern in Worten aufgeschrieben, die wir dann wieder interpretieren. Und wenn ich ein Wort, eine Geschichte lese, wird in meinem Kopf wieder ein Bild daraus. Aber die Schrift hat unsere Kultur über Jahrhunderte, Jahrtausende geprägt. Und jetzt merken wir aber gerade in den letzten 50 Jahren, die Fotografie, das Kino, das Internet, gerade die Handy-Generation, wo jeder die Kamera immer dabei hat, führen dazu, dass Bilder omnipräsent werden, dass wir Bilder immer um uns herum haben. Und da, wo vor 50 Jahren in der Nachkriegsgeneration, wo man gesagt hat, wir bilden Fotografen aus und Journalisten, Kameraleute, die dann bewusst Bilder gestalten, damit alle sie an ihrem Fernseher sehen können, sind wir heute in der Situation, dass jeder Teenager Bilder gestaltet. Mehr oder weniger bewusst, mehr oder weniger kreativ, mehr oder weniger sehenswert. Aber wir alle sind eigentlich in dieser Zeit angekommen, wo die Emojis, wo die kleinen Bilder zurückkommen, wo wir merken, eigentlich sind wir wieder nah dran an den Anfängen. Also vom Bild über die Schrift wieder in eine Bildkultur, wo Bilder unser Leben prägen. Man sagt ja auch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Also wenn ihr an das Abendmahl, das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Freunden denkt, dann habt ihr wahrscheinlich eher das berühmte Gemälde Michelangelos im Blick als den Text aus der Bibel, der das eigentlich dokumentiert. Und hier jetzt eine Neuinterpretation, wie würde das letzte Abendmahl wohl heute aussehen, wenn man es in der Handy-Generation filmen würde. Aber auch hier merkt man, das ist ein gestaltetes Bild. Auch das berühmte Kunstwerk, wo alle auf einer Seite des Tisches sitzen, ist natürlich ein gestaltetes Kunstwerk. Ein extremes Breitbild natürlich, also man sieht alle an einem Tisch nebeneinander, da ist ganz viel gestaltet. Wer steht mit wem, in welcher Relation, wer tritt in Interaktion, wer ist eher passiv und aktiv, da kann man Bilder analysieren. Das ist also gar nichts Neues, dass man Bilder gestaltet und analysiert, das gab es in der Malerei früher schon, aber in der heutigen Zeit ist es viel stärker genutzt. Und wenn wir jetzt schnell ein Foto machen und setzen das auf die Website zu einem Artikel, in einen Gemeindebrief, in Schaukasten, in Social Media, dann hat dieses Bild eine starke Wirkung. Mitunter sogar stärker als der Text, den wir dazu schreiben. Ich habe euch dazu mal ein Negativbeispiel mitgebracht von einer sogenannten Text-Bild-Schere. Also hier der Text, Gottesdienste, Livestream kann ganz einfach sein. Und dazu ein Bild einer übelst komplexen technischen Anlage. Ich muss gestehen, das habe ich selber gepostet. Das war Anfang der Pandemie, als es darum ging, wir brauchen ganz schnell jetzt was zum Thema Livestreaming. Und ich habe einen Text geschrieben, wie man ganz einfach Livestreaming machen kann. Und dann habe ich ein Bild gesucht. Ich war gerade im Urlaub, ich hatte keine Kamera dabei, um irgendwie nochmal groß was zu machen. Auch keine Zeit mit dem Handy, jetzt mein Handy zu fotografieren oder sonst wie. Also habe ich aus dem Archiv von der letzten Synode ein Bild genommen, wo natürlich bei einer Synode etwas mehr Aufwand betrieben wird, als wenn man es einfach macht. Und im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass natürlich das Livestreaming bei einer Synode nicht als Bild geeignet ist für diese Überschrift.
Also das so ein Learning für die Einleitung. Wenn ihr Bilder benutzt, Bilder gestaltet, macht euch Gedanken, wie passen in einem Post oder in einem Artikel Bild und Text zusammen. Weil dann kann das Bild und der Text zusammen die beste Wirkung erzielen.